Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir eine Drohne gekauft vor kurzem. Was das für eine ist und wie das alles funktioniert und das Unboxing und den Jungfernflug, das seht ihr alles noch ausführlich in einem separaten Video. Wir wollen uns heute erstmal damit befassen, was brauchen wir eigentlich alles, um eine Drohne fliegen zu dürfen. Also alles andere zur Drohne selbst kommt in einem separaten Video und in diesem Video befassen wir uns mit der UAS-Betreiberregistrierung, was das ist, was das kostet, wo das geht und überhaupt all das in diesem Video. Viel Spaß! Und damit nochmal herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Um eine Drohne fliegen zu dürfen, also wir reden von einer professionellen Drohne, DJI zum Beispiel, brauchen wir grundsätzlich eine Registrierung beim Luftfahrtbundesamt. Wir brauchen eine Versicherung und wenn wir unsere Versicherungsnummer haben, dann können wir uns damit unter anderem beim Luftfahrtbundesamt registrieren als Betreiber eines UAS, ein unbemanntes Luftfahrtsystem oder Englisch Unmanned Aircraft System, UAS. Und zwar muss das jeder machen, der ein UAS mit einer Startmasse von 250 Gramm oder mehr betreibt. Eine Registrierungspflicht besteht auch für UAS von weniger als 250 Gramm, wenn das UAS mit einem Sensor zur Erfassung personengebundener Daten, zum Beispiel einer Kamera, ausgestattet ist. Aha, genau zuhören. Nach der Registrierung erhält jeder UAS-Betreiber eine eindeutige elektronische Registrierungsnummer, die an jedem UAS anzubringen ist. Die könnt ihr da einfach mit Edding übrigens draufschreiben. Ein UAS-Betreiber kann unter seiner Registrierungsnummer mehrere UAS betreiben. So, man kann das Ganze als natürliche Person anmelden oder als juristische Person. In dem Fall bin ich eine natürliche Person, spielt aber eigentlich gar keine Rolle. Wir brauchen im Wesentlichen ähnliche Dinge. In meinem Fall ist das der vollständige Name, wie im Ausweisdokument angegeben, Geburtsdatum, dann der Scan eines offiziellen gültigen Ausweisdokumentes, zum Beispiel Personalausweis oder Pass aus den oben genannten Daten, sowie das Gültigkeitsdatum hervorgehen, und zwar im Format JPEG, PNG oder JPG. Dann brauchen wir die Anschrift, eine E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name des Versicherers und Nummer der Versicherungspolice. Wenn ihr das alles habt, dann könnt ihr euch registrieren und dieser Spaß kostet einmalig 20 Euro, wenn man sich als natürliche Person registriert, oder 50 Euro als juristische Person. Vorteil von dem Ganzen ist, ihr müsst euch nur einmal in eurem Leben registrieren und dürft dann immer irgendwelche Drohnen fliegen. Wenn ihr schwerere Drohnen habt als 250 Gramm, braucht ihr dafür noch einen Drohnen Führerschein. Wenn sie weniger wiegt als 250 Gramm, braucht ihr das nicht. Dann braucht ihr nur die Registrierung und die E-ID eben. So, und ich will das Ganze jetzt mal probieren. Möchte mal schauen, ob das Ganze funktioniert und wie es funktioniert. Online-Zugang zum Registrierungsportal mit vollständigen Daten. Die UAS-Betreiberregistrierung. Die URL seht ihr hier oben. Ihr findet das aber auch, wenn ihr ganz einfach danach sucht. Per Google oder eine Suchmaschine eurer Wahl. Das hier ist jetzt das Registrierungsformular und hier müssen wir zunächst ein Benutzerkonto anlegen, dann die Art der Registrierung festlegen, persönliche Angaben tätigen, den Identitätsnachweis hochladen, die Versicherung angeben und zum Schluss wird das Ganze abgeschlossen und dann kann das, soweit ich jetzt weiß, bis zu 3 Wochen dauern, bis ihr eure E-ID bekommt. Bin gespannt, wie lange das bei mir dauert. Ich fülle das jetzt hier mal aus mit meinen persönlichen Daten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, bei Art der Registrierung haben wir einfach die Möglichkeit, zwischen natürlicher Person und juristischer Person umzuschalten und dann gibt es hier noch ein paar andere Optionen. Für mich kommt diese in Frage, ausgewählt, und dann geht es weiter mit weiter. Jetzt kommen wir zu den persönlichen Angaben. So, die Registrierung war erfolgreich oder wurde akzeptiert. Sie haben Ihre Daten zur UAS-Betreiberregistrierung eingegeben. Sofern Sie bereits Ihren Identitätsnachweis bzw. bei juristischen Personen in der Regel den Handels- oder Vereinsregisterauszug und Ihre Versicherungsdaten hinterlegt haben, wird Ihnen nach erfolgreicher Prüfung Ihrer Daten Ihre elektronische Registrierungsnummer EID mitgeteilt. Diese Informationen müssen nur dann hinterlegt werden, wenn Sie sich als UAS-Betreiber
in Klammer Halter registriert haben. Falls man die Daten nachträglich korrigieren oder verändern möchte, kann man dies nach Anmeldung mit E-Mail-Adresse und dem Passwort tun. Die Bearbeitung der Registrierung kann bis zu 14 Werktage in Anspruch nehmen. Bitte sehen Sie in der Zwischenzeit von Rückfragen zum Bearbeitungsstand ab. Sie erhalten automatisch eine Benachrichtigung, auch falls etwas fehlen sollte oder nachgereicht werden muss. Die Registrierung als UAS-Betreiber ist, wie auch unter anderem auf unseren Internetseiten aufgeführt, gebührenpflichtig. Kostenbescheid wird separat versendet. Dieses wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Bitte behalten Sie im Blick, dass Sie erst im Laufe des Jahres einen entsprechenden Kostenbescheid zur Zahlung von uns erhalten werden. Dies kann noch etwas dauern. In diesem Zuge werden Sie auch über die Zahlungsmöglichkeiten informiert. Achten Sie darauf, dass Ihre E-Mail-Adresse und Anschrift jederzeit aktuell und korrekt sind. Das sind gesetzliche Vorgaben, da muss man wohl wirklich drauf achten. Man erhält die Zahlungsinformationen entweder per Post oder über das Nutzerkonto mit entsprechendem Hinweis per E-Mail. Bitte prüfen Sie regelmäßig Ihren Spam-Ordner oder direkt Ihr Nutzerkonto. Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die angegebene E-Mail. Mit freundlichen Grüßen. Luftfahrtbundesamt. Haben wir das besprochen? Ich melde mich wieder, wenn meine ID da ist. So, eins muss ich sagen, die beim Luftfahrtbundesamt, die sind ziemlich pfiffig. Ich habe also gestern Nacht, ich weiß nicht genau, wann das Video hier online kommt. Heute ist der 7. Februar. Gestern Nacht, am 6. Februar, habe ich das Ganze hier beantragt. Und um 7:45 heute Morgen hatte ich bereits meine Flugnummer, sage ich jetzt mal, der Einfachheit halber. Meine Identifikations-ID. Sehr schön. Und jetzt kann ich eigentlich direkt losfliegen. Das ist toll. Trotzdem sollte man natürlich sich vorher noch ein bisschen informieren. Wo darf man überhaupt fliegen? Was darf man überhaupt machen? Wie sind so die Regeln in der Luftfahrt? Und das könnt ihr ebenfalls hier kostenlos machen mit diesem Online-Kurs. Ich lese mal kurz vor, damit Sie Ihre Drohne aus der Kategorie A1 und A3 ab 250 Gramm und darüber sicher und legal führen können, müssen Sie zunächst einen Nachweis für Fernpiloten erwerben. Ich habe eine Drohne, die unter 250 Gramm wiegt. Deswegen muss ich das nicht. Man kann das aber trotzdem machen. Einfach aus dem Grund, man kriegt ein Zertifikat und hat damit einen Beleg in der Tasche, dass man die Regeln kennt und die eigene Drohne sicher führen kann. Der Weg zum Zertifikat gliedert sich in drei Bereiche. Der Ausbildungsbereich vermittelt die wesentlichen Kenntnisse, die Sie zum Führen einer Drohne benötigen. Im Trainingsmodul verstetigen Sie Ihr Wissen und qualifizieren sich für die Prüfung, den letzten Schritt auf dem Weg zu Ihrem Zertifikat. Also zunächst wird gelernt, der Ausbildungsbereich, der unter anderem Schulungsvideos zu allen wichtigen Themen enthält und die wesentlichen Kenntnisse vermittelt. Nach dem Lernenbereich kommt der Trainierenbereich bzw. das Trainierenmodul. Hier kann man das erlernte Fachwissen vertiefen. Das Training kann beliebig oft durchgeführt werden. Hat man im Training 75% der Aufgaben richtig beantwortet, kann man zur Durchführung der Prüfung sich registrieren. Und dann kommt der dritte und letzte Schritt, nämlich die Absolvierung der Prüfung. Nachdem man sich durch das Training qualifiziert und registriert hat, kann man die Prüfung entweder sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt durchführen. Im Anschluss wird ein Zertifikat ausgestellt. Ah, und hier steht noch, dass das Ganze leider auch nochmal gebührenpflichtig ist. Das habe ich jetzt tatsächlich bisher noch nicht gesehen. Das lese ich jetzt zum ersten Mal. Es fallen nämlich auch hier nochmal Gebühren in Höhe von 25 Euro für die Ausstellung des UN-Kompetenznachweises A1, A3 an. Wie gesagt, es ist nicht kostenlos. Möglich, dass ich das vorher behauptet habe. Sorry, ich habe das eben erst gesehen. Es wird empfohlen, auch für Drohnenpiloten von kleineren Drohnen, aber muss jeder selber wissen, ob er sich das über diesen kostenpflichtigen Kurs hier aneignet oder nicht. Ich werde jetzt nochmal die allerwichtigsten Informationen für euch zusammenfassen. Also, wir haben gelernt, wir brauchen auch für kleine Drohnen eine Registrierung. Nicht aber für Spielzeugdrohnen ohne Kamera. Für eine kleine professionelle Drohne, wie zum Beispiel die DJI Mini, brauchen wir eine Registrierung und auch eine Drohnenversicherung. Das brauchen wir beides nicht, wenn wir die Drohne nur im Innenraum fliegen, was aber aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn macht. Und wir brauchen das auch nicht für Spielzeugdrohnen, die keine eigene Kamera verbaut haben. Dann gibt es verschiedene Drohnenklassen. Ich beschäftige mich hier, wie gesagt, eher mit den Drohnen bis 250 Gramm und die C0 Gewichtsklasse darf jeder ohne jeden Drohnenführerschein fliegen, vorausgesetzt die Drohne ist versichert und
sie hat eine ID und man ist mindestens 16 Jahre alt. Das kommt auch noch dazu. Checkt mal eure private Haftpflichtversicherung ab, ob da vielleicht eine Drohne mit inklusive ist. Bei mir ist das der Fall. Eventuell verlinke ich euch die mal noch in der Videobeschreibung. Ansonsten bekommt ihr für relativ schmales Geld schon Drohnenversicherungen, aber mit so 30 Euro im Jahr circa müsst ihr schon rechnen. So, und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die man beachten muss. Also man muss 16 Jahre alt sein. Wenn ein berechtigter Pilot dabei ist, darf unter Umständen auch jemand fliegen, der jünger ist. Der muss dann aber wirklich auch dabei sein. Wo darf man fliegen? Wie hoch darf man fliegen? Nach den neuen Gesetzen ist die erlaubte maximale Flughöhe für Drohnen auf 120 Metern über Grund festgesetzt. Das heißt, ihr dürft nicht höher fliegen. Außerdem ist das Fliegen außerhalb der Sichtweite verboten. Wenn ihr die Drohne nicht mehr seht, müsst ihr sie sofort zurückholen, denn ihr dürft keine Drohne fliegen, wenn ihr sie nicht mehr seht. Ganz einfach. Punkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es noch weitere Einschränkungen, zum Beispiel der Abstand zu Menschen oder zu Wohngebieten, der eingehalten werden muss. Das hängt wiederum von der Drohnenklasse ab, beziehungsweise von der verwendeten Drohne. Die Drohnen der unteren Klassen, so steht es in der neuen EU-Drohnenverordnung, C0 und C1 beispielsweise, sind Drohnen mit besonders geringem Risiko. Daher haben diese Drohnen die meisten Freiheiten und gleichzeitig auch die geringsten Auflagen. Also bei C0 brauchen wir keinen Drohnenführerschein. Wir dürfen aber zum Beispiel nicht über Wohngrundstücke fliegen, ohne die Genehmigung des Eigners oder Besitzers zu haben. Das ist jetzt wieder kein EU-Recht, das ist wieder deutsches Recht, das macht es auch nicht unbedingt einfacher. Dies schließt aber nicht automatisch das Fliegen in Wohngebieten aus, nur das Fliegen direkt über Wohngrundstücken, die privat sind. Generell darf man auch nicht über Naturschutzgebieten fliegen, ganz, ganz wichtig, kann teuer werden. Außerdem darf man nicht fliegen innerhalb eines Radiuses von 1,5 Kilometern zu Flugplätzen. Fliegen in einem seitlichen Abstand zu Flughäfen von unter einem Kilometer und in Verlängerung der Start- und Landebahn näher als 5 Kilometer ist ebenfalls verboten und das Fliegen in Kontrollzonen ebenfalls. Weiterhin sind einzuhalten mindestens 100 Meter seitlicher Sicherheitsabstand zu Menschenansammlungen, Bundesfernstraßen wie zum Beispiel Autobahnen, Bundeswasserstraßen und Bahnanlagen, Heliports und Helikopterlandeplätze, Krankenhäuser, Unglücksorte, Katastrophengebiete und andere Einsatzorte von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, militärische Anlagen und Organisationen sowie mobile Einrichtungen und Truppen der Bundeswehr im Rahmen angemeldeter Manöver und Übungen, Industrieanlagen, Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen des Maßregelvollzuges, militärische Anlagen und Organisationen, Anlagen der Energieerzeugung und Verteilung. Also ihr merkt schon, ihr müsst ein bisschen euch vorher überlegen, wo ihr eure Drohne fliegen lassen möchtet. Dann gibt es noch ein paar Ausnahmen zu mehreren dieser Regeln. Zum Beispiel, auf ausgewiesenen Modellflugplätzen darf die maximale Flughöhe von 120 Metern überschritten werden. Über Wohngrundstücken darf man fliegen, wenn der Eigentümer des Grundstücks seine Erlaubnis erteilt hat. Über Wohngrundstücken darf man fliegen, wenn die Startmasse der Drohne unter 250 Gramm bleibt und die Drohne keine Kamera besitzt und keine optischen, akustischen und Funksignale empfangen und aufzeichnen kann. Über Flugplätzen genügt eine Freigabe von der Flugleitung oder vom Betreiber. Bei Flughäfen muss die zuständige Luftfahrtbehörde eine Ausnahmegenehmigung erteilen. Bei den Verkehrswegen, zum Beispiel Autobahnen, kann der Abstand bis auf 10 Meter reduziert werden, wenn die 1:1-Regelung gewahrt bleibt und der je nach Drohne notwendige Abstand zu Menschen eingehalten wird. Für das professionelle Fliegen gibt es weitere Ausnahmen, zum Beispiel für Wohngebiete oder Naturschutzgebiete. So, und im Wesentlichen war es das. Ihr bringt eure E-ID, falls ich das noch nicht erwähnt habe, also auf der Drohne auf. Das muss auch keine feuerfeste Plakette sein oder ähnliches. Es reicht, das mit Edding dahin zu schreiben. Ihr schreibt nur einen Teil eurer ID dorthin. Der Teil hinter dem Bindestrich ist privat. Der wird dann eher in Programmen bzw. in der Drohne selber zur Identifikation verwendet, je nach Drohne. Aber es kommt nur ein Teil der E-ID auf die Drohne. Und wenn ihr die Regeln beachtet und das alles im Hinterkopf behaltet, dann seid ihr eigentlich gerüstet. Das war mein Tutorial zum Thema, was brauche ich alles, um mit einer Drohne legal durch die Gegend fliegen zu können. Und nachdem dieses Thema abgeschlossen ist, werde ich wohl bald auch mal meine Drohne auspacken und testen. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.